Was bedeutet Unendlichkeit? Es gibt verschiedene Reihen, welche divergieren, also welche gegen unendlich gehen. Wie zum Beispiel folgende Reihe, die Summe von n. Also das fängt mit 0 an, dann kommen die 1, dann die 2, dann die 3, dann die 4, dann die 5 und dann die 6 und das sind die 7 und das geht immer so weiter. Und irgendwann kommt 1001, dann kommt 1002 und es geht wirklich immer so weiter. Und das alles zusammen ergibt unendlich. Aber so können wir Unendlichkeit nur beschreiben. Doch wie können wir sie uns vorstellen? Die Unendlichkeit ist nicht nur eine extrem große Zahl, sondern es ist größer als die Summe seiner Bestandteile. Das bedeutet, unendlich plus 2 ist immer noch unendlich. Und unendlich mal 2 ist auch unendlich. Und unendlich geteilt durch 2 ist auch unendlich. Es lässt sich somit auch nicht in seine einzelnen Komponenten zerlegen. Es ist somit andersartig als die einzelnen Komponenten. Weil wie bereits gesagt, unendlich geteilt durch 2 ist auch unendlich. Und unendlich minus 2 ist auch unendlich. Interessanterweise gibt es aber in der Mathematik eine Möglichkeit, diese Unendlichkeit sich vorzustellen. Weil, gerade weil es eben andersartig ist als die einzelnen Komponenten. Dafür nehmen wir jetzt einen langen Papierstreifen und den kleben jetzt an der einen Stelle und an der anderen Stelle zusammen. Aber bevor wir den zusammenkleben, verdrehen wir den um 180 Grad. Also wenn wir den dann verdreht haben und 180 Grad, kleben wir ihn zusammen. Und dann erhalten wir folgendes. Dieses Papier. Und das ist ein Möbiusband. Dieser Streifen geht in sich selbst über. Also er besteht nicht mehr aus zwei Seiten, sondern die zwei Seiten gehen in sich selbst über. Und jetzt können wir den nochmal zerschneiden in Streifen. Wenn wir den Streifen einmal hier in der Mitte schneiden, erhalten wir einen größeren Streifen. Und wenn wir diesen wieder in der Mitte zerschneiden, erhalten wir nochmal einen größeren Streifen. Und wenn wir diesen wieder in der Mitte zerschneiden, dann erhalten wir noch einen größeren Streifen. Es ist somit andersartig als die einzelnen Komponenten. Und es ist nicht mehr in die einzelnen Komponenten zerlegbar. Also was bedeutet das? Seite 1, also da vorne haben wir zwei Seiten. Einmal die Seite und dann noch die Rückseite. Und hier beim Möbiusband haben wir nur noch eine einzelne Seite. Ich hoffe, ich konnte euch die Unendlichkeit etwas näher bringen, etwas veranschaulicher und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch das neue Format. Ich will jetzt mal ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.